fast überpünktlich für Wiener Verhältnisse darf ich euch sehr recht herzlich begrüßen bei unserer Pressekonferenz vor dem morgigen Europa League-Spiel der dritten Runde gegen die Unione Sportiva Sassuolo. Und freue mich sehr, bei mir am Podium wie immer unseren Cheftrainer Mike Büskens, unseren Kapitän Stefan Schwab und natürlich auch unseren Andi Marek, der Ihnen gleich ein paar Sachen sagen wird, was rund um die Veranstaltung los ist, zu begrüßen, und darf das Wort gleich übergeben dem Andi. Bitte ein paar News. Ja, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz. Es gibt nicht sehr viele News, aber einige organisatorische Details. Einlass in das Stadion ist morgen um 19.30 Uhr. Spielbeginn 21.05 Uhr. Mit dem Kartenvorverkauf schaut es sehr, sehr gut aus. Wir haben jetzt noch knapp 100 Karten, die wir verkaufen können. Wir haben ganz kurz, bevor ich dann sage, dass wir morgen ausverkauft sein werden im Public-Bereich. Es schaut folgendermaßen aus. Wir haben also, wie gesagt, noch 100 Karten, die im Verkauf an den Kassen jetzt erhältlich sind. Im Gästesektor schaut es leider nicht so gut aus. Da wissen wir, dass wir eine Kapazität haben von 1800 Plätzen und da werden rund 250 Gäste aus Italien kommen. Das heißt, dort bleiben rund 1550 Plätze leider frei. Und wo wir auch noch Plätze haben, ist auf unserer Haupttribüne. Da haben wir rund noch 500 VIP-Plätze zur Verfügung. Also es sind jetzt im Moment 22.000 Karten weg. Und ich sage, die 100 werden sicher noch weggehen. Und was sich noch in Sachen VIP tut, werden wir sehen. Ganz kurz möchte ich auch erwähnen, die Zusammenarbeit mit unseren morgigen Gegner ist sensationell. Also ich war selber in Italien, wie wir Hotelzimmer reserviert haben und so weiter und so weiter. Ein sehr, sehr angenehmer Club, das heißt überhaupt nicht überheblich oder irgendwas. Super Zusammenarbeit, passt alles und wir freuen uns morgen auf unser Spiel. Es schaut folgendermaßen aus, es gibt heute das erste Training um 16 Uhr. Ich weiß nicht, ob das alle wissen, es gibt ja bei der UEFA, bei den UEFA-Spielen auch das Training der Schiedsrichter. Das ist heute um 16 Uhr, um 17 Uhr trainiert unsere Mannschaft. Dann gibt es um 17.45 Uhr die Pressekonferenz von Sassuolo. Wird ein prominenter Rapidler auch mit dabei sein. Michael Konsel hat sich angesagt, hat mit dem Trainer von Sassuolo, Eusebio Di Francesco, zusammengespielt. Und er hat gesagt, er kommt auch zur Pressekonferenz und zum Training. Und dann um 18.30 Uhr das Training von Sassuolo. Wie gesagt, bei allen Trainings ist die erste Viertelstunde öffentlich und dann wird das Training geschlossen. Ja, ganz kurz auch noch zu unserem Spiel, das wir dann Anfang November in Italien haben werden. Hier ist das Interesse der Rapid-Fans sehr, sehr groß. Wir haben Reiseangebote präsentiert, die sind alle ganz schnell weg gewesen. Wir fliegen mit etlichen Fliegern nach Italien, nach Bologna oder nach Parma. Und wir haben derzeit einen Stand von 2100 Karten, die weg sind für das Auswärtsspiel. Also es wird sich in Italien, in Reggio Emilia, wird sich sehr viel tun mit den Rapid-Fans. Wir freuen uns sehr darüber. Und jetzt Fokus auf das morgige Spiel, wo wir uns auch ganz besonders freuen. Danke. Danke, Andi. Mike, darf dich gleich bitten. Ja, morgen 10-mal so viele Rapidler im Stadion, wie dann in Sassuolo sein werden. Ein Blick nach vorne von dir bitte und ein kleines Update eventuell zu sportlichen, personellen Fragen. Sind alle deine Jungs fit oder gibt es neue Wehwehchen oder Verletzte? Na, zuerst einmal würde ich gerne morgen genauso sprechen können wie der Andi jetzt gerade, nämlich dass Sassuolo ein sehr angenehmer, ein sehr freundlicher Gegner ist. Aber das glaube ich nicht, dass sie uns dieses Feld so einfach hergeben möchten. Ja, zur Personalsituation muss man sagen, dass wir aus dem Alltagsspiel keinerlei Verletzungen zu beklagen haben, sodass uns alle Spieler zur Verfügung stehen gegen einen Gegner, der ja sehr diszipliniert agiert, der vorne mit De Freil
einen sehr guten Spieler hat im Zentrum mit Politano, ein Stürmer, der auch immer wieder über die Außenseite gefährlich werden kann, der wie gesagt kompakt ist, sehr diszipliniert ist, wo wir wirklich uns auch die Räume suchen müssen, die sie uns nicht einfach herschenken werden. Und von daher ist das für uns ein interessanter Vergleich gegen einen Gegner, der ja vielleicht noch nicht so den großen Namen im internationalen Fußball hat, aber die in den letzten Jahren hervorragend gearbeitet haben mit einem Aufstieg aus der Serie B, mit einer danach soliden Saison und mit der Krönung, glaube ich, im letzten Jahr, als sie über den sechsten Platz, weil Juve das Double geholt hat, erstmalig in der Euroleague sind. Und ja, wir freuen uns drauf, weil wir wissen, dass es morgen ein enges Spiel wird, wo es auf Nuancen ankommen wird. Und wie gesagt, wir müssen schauen, dass wir Fehler minimieren, nicht so wie am vergangenen Wochenende, wo wir einen Gegner wie Alltag in die Karten gespielt haben. Nicht, weil unsere Spielausrichtung nicht stimmte, sondern weil wir in einem kleinen Moment unaufmerksam waren und es dann natürlich doppelt schwer wurde. Und von daher müssen wir genau dies morgen gegen unsere italienischen Gäste vermeiden. Dankeschön. Vielen Dank. Schwabe, darf dir das Wort geben. Der Christopher Dibon hat an dieser Stelle vor ein paar Tagen, Wochen gesagt, der Schwabe ist unser Italiener. Das heißt, wir gehen davon aus, du kennst den Gegner sehr gut. Von dir ein paar Worte, deine Erwartungen zu dem Spiel, Einschätzung vom Gegner und was sich die Mannschaft vornimmt. Ja, ich glaube, dass Sassuolo keine typische italienische Mannschaft ist. Also sie haben in der Defensive sehr viel Routine, aber in der Offensive sind sie sehr, sehr jung, dynamisch. Ich glaube, sie wollen sehr offensiv spielen. Also Werner Spiel ist einfach nach vorne ausgerichtet. Sie wollen viel Tore erzielen. Und ja, ich glaube, dass das morgen ein offenes Spiel wird von beiden Seiten, wo beide Mannschaften versuchen, in der Offensive das Heil zu suchen. Und ja, wieder eine sehr interessante Aufgabe, weil ich glaube, sie legen sehr ähnlich an wie wir vom Spielsystem her. Und ja, also wir freuen uns alle auf das Spiel und sind guter Dinge, dass wir da morgen als Sieger vom Platz gehen können. Na, vielen Dank für die einleitenden Statements und darf Sie euch bitten um Fragen, der liebe Daniel vom ORF beginnt. Herr Büskens, es knistert schon wieder ein bisschen bei Rapid, wenn man einen Monat nicht gewinnt. Gegen Alltag, Ried, St. Pölten hat es nicht geklappt. Warum klappt es morgen gegen einen guten italienischen Club und wie befreiend wäre so ein Sieg für Sie? Für mich oder für Rapid? Beides wahrscheinlich. Sehen Sie, weil es geht doch nicht um einzelne Personen, es geht doch darum, dass wir als Verein erfolgreich sind und von daher wäre das natürlich für uns befreiend, weil wir uns nach diesem Ergebnis sehen, definitiv. Und wir werden auch morgen dafür wieder viel investieren. Ich meine, Sie haben jetzt gerade drei Vereine miteinander verbunden, die aber doch, glaube ich, nicht ganz so vergleichbar sind. Alltag spielt eine hervorragende Saison. Hat sich diesen Platz, den sie einnehmen, absolut verdient in der Tabelle. Und auch wenn wir ein schweres Spiel gegen sie hatten am vergangenen Wochenende, müssen wir doch ganz ehrlich sein und sagen, dass wir nicht alles falsch gemacht haben, was uns dann vielleicht auch schlecht ausgelegt wurde. Wir hatten gute Momente, wir hatten geduldige Momente, wir haben uns aber leider durch eine Fahrlässigkeit haben wir uns in eine Situation gebracht, die nicht ganz so einfach ist gegen einen tiefstehenden Gegner. Und trotzdem haben wir nach Lösungen gesucht, haben immer wieder Lösungen gefunden, haben am Ende eine riesen Moral gehabt und wurden dafür belohnt. Also von daher gebe ich Ihnen recht, wir sehen uns alle nach diesem Erfolg und wir sind bereit, alles dafür zu investieren und wir haben Vertrauen in unsere Mannschaft. Dankeschön. Daniel, eine weitere Frage vielleicht an den Schwabi oder? Ja, wenn du sagst, du kennst dich so gut aus im italienischen Fußball und alles. Habe ich nicht gesagt. Hab ich gesagt. Hast du gesagt, ja. Nein, aber du hast eh schon ein bisschen angeschnitten, was es für eine Mannschaft ist. Was bedeutet es für euch und in der Spielgestaltung auch mit eurem Ballbesitzfußball des Morgen? Muss man morgen vielleicht ein bisschen anders gegen die spielen? Ja, ich glaube, es wird sicher kein Spiel, wo eine Mannschaft an die 70-80% Ballbesitz haben wird. Also es wird sich nicht spüren. Ich glaube, es wird ausgeglichen sein. Es wird sich um die 50-50 bewegen, schätze ich mal. Und wie gesagt, ich glaube, dass man sicher ein Spiel sehen wird, wo beide Mannschaften nach vorne spielen wollen.
könnte uns natürlich entgegenkommen. Wir haben gesehen, dass wir uns in den letzten Wochen schwer dann haben gegen tiefstehende Gegner. Nicht nur in den letzten Wochen, generell tun wir uns bei solchen Spielen schwer. Und morgen ist das einfach wieder ein Spiel, wo es hin und her gehen wird und wo es natürlich darauf ankommt, dass wir einfach Chancen kreieren und die nützen wieder. Aber wir werden in der Offensive mehr Räume kriegen und das ist sicher ein Unterschied zu den letzten Spielen. Danke sehr. Bitte schön, wer möchte die nächste Frage stellen? Andi Forst von Servus TV. Wie wichtig ist denn das Spiel morgen im Hinblick darauf, dass man im Frühjahr noch auch europäisch dabei sein möchte? Ich nehme ja an, Bilbao ist der große Gruppenfavorit und Rapid mit Sassuolo und Genk sind sozusagen die drei, die um den Platz zwei kämpfen werden. Also meine Trainer, wie wichtig ist das? Und wird es morgen frische Kräfte geben, weil zum Beispiel der Santo und der Dr. Moore kamen relativ müde und überspielt gewirkt, ein bisschen gegen Alltag? Na, müde und überspielt, also ich meine, es ist natürlich so, dass es zäh ist, immer wieder anzulaufen gegen den tiefstehenden Gegner. Grundsätzlich hat das Spiel für uns schon morgen eine Bedeutung, klar. Mit einem Sieg würden wir uns in eine gute Ausgangsposition bringen, mit dann 6 Punkten und hätten dann darauf das Rückspiel in Italien. Von daher würde uns das in eine gute Situation bringen. Mit einem Punkt wäre nicht alles verloren. Also von daher ist es unser Ziel zu gewinnen. Ja, aber wir wissen auch, dass es in dieser Gruppe höchstwahrscheinlich bis zum letzten Spieltag spannend sein wird. Weil wir sehen jetzt, nach 2 Spieltagen haben alle Mannschaften 3 Punkte. Das spricht einfach für die Ausgeglichenheit in dieser Gruppe. Das sage ich dann, wenn den Spielern zuerst und nicht ihn, ohne dass sie mir das persönlich nehmen. Darf ich noch den Kapitän fragen, wie wichtig wäre ein Erfolgserlebnis für euch morgen, auch im Hinblick auf das Derby, um mit breiter Brust am Sonntag auflaufen zu können? Nein, wir müssen uns jetzt einmal vorher auf das Spiel konzentrieren, was morgen vor der Tür steht. Also das ist ein europäischer Bewerber und ist ein Heimspiel für uns gegen Sassuolo. Und wenn wir in der Gruppe weiterkommen wollen, müssen wir morgen punkten, das ist ganz klar. Und von dem her ist das Sonntagsspiel noch weg. Aber natürlich ist für Selbstvertrauen und alles gut, wenn man gegen solche Gegner gute Leistung bringt und auch punktet, dann kriegt man sicher natürlich wieder Brust und ja. Und das Publikum zieht man natürlich auch mit auf seine Seite und dann wartet dann der Sonntag. Aber wie gesagt, jetzt ist Fokus auf Sassuolo und wir wollen dort unbedingt gewinnen, weil wir wollen in der Gruppe mitreden und ja, wir dürfen die Europa League jetzt nicht irgendwie beiseite schieben, weil es in der Liga im Moment nicht so läuft, sondern das ist ein super Bewerb, was nicht selbstverständlich ist, dass wir da immer vorne mitspielen um einen Gruppensieger oder um einen zweiten Platz. Und wir haben vor der Saison gesagt, dass das Ziel ist, dass wir eine gute Rolle spielen in der Gruppe und das wollen wir morgen beweisen und am besten mit 3 Punkten. Wünschst du dir von den Zusehern auch dann, wenn es zur Pause schlecht laufen sollte oder schlechter laufen sollte, mehr Unterstützung und kein Pfeif-Konzert? Ja, natürlich wünscht man sich das, aber es ist natürlich auch verständlich, wie es in den letzten Wochen gelaufen ist, dass nicht alle zufrieden sind. Aber wie gesagt, wir müssen uns auf das Wesentliche im Rasen konzentrieren und ja, natürlich ist es eine Aufgabe für uns, dass wir einfach gute Leistungen bringen und dann haben wir die Zuschauer immer auf unserer Seite. Und wie gesagt, es ist legitim, dass nicht jeder zufrieden ist, aber wir müssen mit dem Druck jetzt umgehen können und schauen, dass wir morgen ein gutes Spiel zeigen. Dankeschön. Viele Fragen vom Kollegen mit dem Porträt des frisch gebackenen Literaturnobelpreisträgers Bob Dylan. Wer möchte nachfolgen? Also nicht als Nobelpreisträger, sondern als Frage. Bitte. Herr Büskens, wie sind Ihre Eindrücke im Training? Spüren Sie, dass die Spieler vielleicht ein bisschen, weil das Selbstvertrauen natürlich nach so einer Serie leiden muss, dann auch im Training nicht die Leistung bringen? Oder würde vom Trainingseindruck eigentlich alles wunderbar sein? Nein, der Trainingseindruck war durchaus positiv, auch in den 2 Wochen. Ich glaube, dass der Eindruck der ersten 20, 25 Minuten bis zum Gegentor sehr ordentlich war gegen Alltag, weil da haben wir das Spiel absolut kontrolliert. Wir haben sie keine gefährlichen Konter fahren lassen und hatten da eine gute Ordnung, sind selbst das ein oder andere Mal gefährlich vor ihr Tor gekommen. Man hat aber auch dann gesehen, dass uns durch die letzten Ergebnisse dann etwas fehlt, dieses Selbstverständnis,
wenn wir Rückschläge erleiden. Da hat die Mannschaft sich in der zweiten Halbzeit wieder super ins Spiel gebissen und sich dann dafür auch belohnt. Aber dass das im Moment so ist, ist, glaube ich, vollkommen normal, dass du dieses Selbstverständnis nicht hast. Aber da müssen wir wieder hinkommen, an diese Überzeugung, in diese Situation, dass wir den Glauben dann nicht verlieren, wenn wir uns durch eine Unachtsamkeit in Rückstand bringen. Ja? Fußball ist ja auch Kopfsache. Wie können Sie jetzt abseits vom Trainingsalltag der Mannschaft helfen? Weil es geht ja wahrscheinlich jetzt auch viel um die Psyche, um den Kopf. Ja, dass man auch viel mit den Spielern spricht, auch über die Situation. Und dass man ihnen Bilder zeigt, die auch in einem Spiel wie gegen Alltag sehr, sehr positiv waren. Und das haben wir gemacht, was die Bilder betrifft. Und die Gespräche, die führen wir eigentlich permanent im Trainerstab mit den Spielern. Dankeschön. Kollege Bortenschlager, keine Frage. Wer möchte gerne? Oder wer hat bitte? Alex Enere noch hinten, das wäre sehr nett. Herr Büskens, haben Sie in der jüngeren Vergangenheit gegen eine Mannschaft gespielt, die mit Sassuolo Calcio vergleichbar wäre, sowohl vom Spielsystem als auch von der Spielanlage her? Ja, vom Spielsystem spielen Sie ja, Schwabi hat es ja gerade gesagt, nichts anderes, wie wir es spielen. Ja, also von daher triffst du auf dieses Spielsystem immer und immer wieder. Ja, aber grundsätzlich geht es um uns, geht es darum, dass wir schon im Aufbau mutig sind, dass wir aus dieser hintersten Reihe in die nächste Zone kommen durch ein klares Passspiel, dass wir in der letzten Linie, wenn wir in dieses letzte Drittel kommen, dann auch wieder die Konsequenz an den Tag legen, dieses Vertrauen an den Tag legen. Und da hatten wir in den letzten Spielen leichte Defizite. Ja, und leichte hatten wir Defizite und die müssen wir abarbeiten. Ja, wir können nicht uns nur auf Joe verlassen, der im letzten Spiel 3-4 sehr, sehr gute Möglichkeiten hatte, sondern wir müssen auch schauen, dass wir wieder über die Außenposition eine Torgefahr ausstrahlen. Ja, und wir haben da Spieler, die einen guten Abschluss haben aus der zweiten Reihe. Wir haben da Spieler, die auch im 1 gegen 1 über ihre Gewandtheit, über ihre Beweglichkeit dann für den Gegner gefährlich werden können. Und da müssen wir auch wieder hinkommen. Ja, aber es fängt auch schon in der hintersten Linie an, dass wir da auch den Mut haben, aus diesen Positionen in die nächste Zone zu kommen, um da auch Bewegung reinzubekommen. Und das war in Ansätzen, konnte man sehen, dass wenn wir diesen Mut haben, dass sich dann Lücken auftun zwischen den Reihen des Gegners. Und diesen Mut müssen wir weiter fördern und auch dahingehend uns stabilisieren. Danke sehr. Eine weitere Frage vom Kollegen. Gibt es von anderen Kolleginnen oder Kollegen Fragen? Bitte ich um kurzes Handzeichen. Bitte, Rainer, jetzt doch. Beim letzten Spiel gegen Alltag gab es die Begründung, dass der Modric nicht kam wegen einer drohenden Sperre. Ist das eine Überlegung, dass man, wie auch immer das Spiel morgen läuft, irgendwann doch an das Derby denkt? Oder trennt man diese beiden Bewerbe komplett? Nee, im Moment denke ich nicht daran. Also im Moment denke ich nicht daran, jemanden zu schonen, weil kurze Zeit später das Derby ist. Ja, das war eine Situation, wo du halt aufpassen musst, wenn Gracho definitiv ausfällt. Und das war ja Gesundheit und das war ja mit der roten Karte klar. Dann denke ich, dass man schon solche Gedanken auch haben kann und dass sie dann auch irgendwo eine Logik ergeben. Ja, dass man sagt, okay, wenn der zweite Sechser 4 gelbe Karten hat, warum soll ich dieses Risiko eingehen in einem Moment, wo wir sehr, sehr hoch stehen, wo der Gegner Alltag immer wieder auch mal über einen Konter gefährlich sein kann. Warum soll ich da jemanden bringen im Zentrum, der dann vielleicht auch einen Foul ziehen muss und uns vielleicht auch noch rausfällt. Ja. Aber das hat nichts mit der morgigen Partie gegen Sassuolo zu tun. Und Sie haben gesagt, wir können uns nicht immer auf den Joe verlassen. Gibt es eine Überlegung, vielleicht doch mit einem zweiten Stürmer, einem nominellen, früher zu beginnen, den Plan B mal zum Plan A werden zu lassen? Ja, die Überlegung gibt es immer wieder.
Es ist nicht so, dass wir uns erst seit Sonntag damit beschäftigen, aber grundsätzlich ist das Rapid-Spiel auch so angelegt, dass du über die Außen kommst, über die Flanken kommst, dass du diese Positionen doppelt besetzt und von daher sind das immer wieder die Gedanken, die wir hegen, ob wir mal einen zweiten bringen oder ob wir in diesem System weiter auflaufen. Noch abschließend dazu, wie geht es dem Jelic? Wäre der schon ein Thema? Jelic, also Jella eher für kurze Momente. Ja? Was natürlich das große Problem ist bei Jella, ist, dass er jetzt auch mal Wettkampfpraxis bräuchte. Ja? Über einen längeren Zeitraum, den wir ihm nicht geben können. Ja, wir können nicht sagen, fang mal an und schau mal, wie weit die Kräfte reichen, damit du das Gefühl für den Wettkampf wieder bekommst, sondern Jella könnte, wenn für uns, dann eine Option sein zum Ende eines Spiels. Ja, dafür müsste es körperlich reichen. Dankeschön, bitte. Kollege Lang, warte, bist nett und rechts, bitte über den Gang reichen. Martin, bitte. Das, was Sie gerade gesagt haben, knüpft meine Frage an. Aber das ist nicht genau das, was für einen Gegner erst recht für taktisch italienisch geschulte Mannschaften, ähnlich wie eigentlich auch für Mannschaften wie Altach, mittlerweile komplett durchschaubar ist, dass Rapid über die Außenflanke spielt, wenn man dort zu langsam hinkommt. Erst recht dann kaum in den gegnerischen Strafraum, an den gegnerischen Strafraum okay. kommt, ja, du ist das halt zu durchschaubar auch, für morgen. Du kannst natürlich auch so argumentieren, wenn du jetzt in der Kürze der Zeit, wo du wenig Zeiten hast, so etwas im Training einzustudieren, ja, wenn du jetzt das unbedingt erzwingst, sorgt das dann für Sicherheit im Team? Die Frage könnte man sich ja auch stellen. Ja, weil das ist etwas Ungewohntes. Von der Positionierung wäre es etwas anderes für viele, viele Spieler in unseren Reihen. Und von daher geht es ja auch darum. Ja, du kannst sagen, ja, du würdest den Gegner mal verwirren. Du kannst aber auch sagen, okay, dann wäre die Raumaufteilung für viele, viele Spieler anders. Und ja, wäre das besser. Und deswegen, das sind immer die Grundgedanken. Nein, nicht, dass ich jetzt, es geht gar nicht um, dass ich das kritisiere, sondern beinahe hätte ich jetzt gefragt, wenn das von mir festzustellen wäre. Beinahe ist gut, Sie wollen es ja sowieso jetzt fragen. Also sagen Sie nicht ja, beinahe, aber das vielleicht da. Sparen Sie sich das beinahe und fragen Sie einfach. Kern des Problems liegt, dass da zumindest jetzt in den letzten Spielen ein bisschen die Qualität fehlt, sowohl was Tempo als auch Umsetzung betrifft. In diesem Pass nach außen, in diesem Spiel nach außen und dann schauen Sie doch mal, in dem auf Moment, mehr als einen in dem Moment, wo du seit einigen Spielen keine Siege mehr eingefahren hast, werden Sie mit jedem Argument recht haben und nicht mit wenigen. Also von daher, ja, wenn Sie sagen, fehlt das im Moment, ja, was soll ich Ihnen dagegen argumentieren, wenn wir nicht gewinnen? Nein, es geht nicht darum, ob irgendwer recht hat. Also nein, aber ich meine, wie soll ich Ihr Argument entkräften, ja, wenn Sie mir sagen werden, ja, lügt die Tabelle? So, das ist, ich habe es gerade gesagt, dass wir Joe unterstützen müssen, dass wir da wieder torgefährlicher werden müssen auf diesen Positionen. Ja, und das beinhaltet vieles. Das beinhaltet dann nicht nur den Abschluss, sondern auch das Hinkommen. Aber morgen geht es ja nicht um die Ligatabelle im Endeffekt, sondern es geht um eine gewisse Art von Qualität auf dem europäischen Fußballniveau, weil ohne dem hat man gerade auch gegen Mannschaften wie Sassuolo, die ja nicht umsonst der Neunte in Italien sind, und auch nicht umsonst in der Europa League dabei sind, keine Chance oder kaum eine Chance, wenn man nicht aufpasst. Oder auch so, es gilt auch im Spiel nach vorne. Wenn du nicht aufpasst, in welchem System auch immer, dann hast du gegen wenige Gegner eine Chance. Ja? Ich habe doch schon oft gesagt, dass wir unserem Kader vertrauen und dass wir uns morgen absolut nicht chancenlos sehen und dass wir dieses Spiel gewinnen wollen. Das ist unser Bestreben. Danke sehr. Bitte schön, gibt es noch weitere Fragen an die drei Herren? Ja, bitte, Martin, bitte brauchen wir das Mikrofon wechseln. Eine Frage an den
an den Schwabe. Ein Vorteil, kann man das Italienisch gleich verbessern für morgen, indem man dann auch hört, was der Gegner redet, was er schimpft, was er sich vielleicht ausmacht, oder kriegt man das in dem Fall gar nicht mit? Ja, im Vorfeld kriegen wir ja alle das Gleiche mit, das wird ja für jeden übersetzt, und am Feld ist in dem Stadion ziemlich schwer, dass man irgendwas mitkriegt, und von dem her, glaube ich, haben wir da selber genug Probleme, dass wir gut kommunizieren können und müssen uns auf uns konzentrieren, aber ja, also im Grunde genommen werden die auch nicht jetzt irgendwas Außergewöhnliches machen, mit dem wir nicht rechnen, weil wir ja doch Scouts haben und Videoanalysten haben, die den Gegner gut vorbereiten, und wir werden sicher gut eingestellt sein auf den Gegner, und ja, wenn wir das umsetzen, was wir uns vornehmen, und das auf den Rasen bringen über das, was wir reden, dann ist da einiges möglich morgen, das ist ganz klar, und wie gesagt, ich glaube, dass wir die Saison schon gezeigt haben, dass wir gegen jeden Gegner Chancen haben. Ich meine, KE Bilbao war ein schwieriges Spiel, haben wir halt gekämpft wie die Löwen und haben alles reingehauen, haben wir dort 1-0 verloren. Aber gegen Genk hat man auch gesehen, dass wir Torchancen kriegen können, dass wir Tore schießen können. Und ja, ich glaube, wie man gesehen hat, ist die Gruppe sehr ausgeglichen. Es ist Solo, schlägt der Ham Bilbao 3-0, verlieren in Genk. Warum sollen wir morgen da nicht gewinnen können? Dankeschön. Wir schauen in die Runde. Sehe keine Fragen mehr. Wenn dem so ist, vielen Dank an die drei Herren, vielen Dank an euch fürs Interesse. Wie gesagt, 17 Uhr ist dann das Abschlusstraining von Rapid. Die ersten 15 Minuten sind offen für Foto- und Filmaufnahmen. Es gibt dann kleine Akkreditierungen, und um 17:45 ist dann die Pressekonferenz unserer Gäste aus Italien. Vielen Dank und schönen Tag noch. Danke.